Willkommen beim Espresso at Home mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik aus dem Homeoffice. Das alles beherrschende Thema dieser Tage heißt Corona. Corona bedroht unsere Gesundheit, bedroht das Leben vieler Menschen und Corona bedroht die wirtschaftliche Stärke unseres Landes. Die Aufgabe für die Politik dieser Tage ist daher klar. Erstens wollen wir alle Menschen gesund durch die Krise bringen. Zweitens wollen wir aber auch, dass am Ende dieser Krise noch möglichst alle Menschen ihren Arbeitsplatz haben. Das Wichtigste für den Erhalt der Arbeitsplätze ist im Moment Liquiditätssicherung. Das heißt, die Unternehmen brauchen flüssige Mittel, um ihre laufenden Kosten begleichen zu können, obwohl die Umsätze vielleicht erst wieder in ein paar Monaten so richtig anspringen. Dafür hat der Deutsche Bundestag sehr viel Geld freigegeben. Jetzt ist es aber entscheidend, dass dieses Geld schnell bei den Leuten ankommt. Das läuft zum Teil sehr gut. In Nordrhein-Westfalen sind Bewilligungsbescheide zum Teil in wenigen Stunden rausgegangen. Zum Teil läuft es aber noch sehr schleppend. Zum Teil gibt es auch Förderlücken. Der Bund beispielsweise fördert keine Unternehmen zwischen 11 und 249 Arbeitnehmer. Diese Lücke sollten wir dringend schließen. Und es gibt auch Unternehmen, für die die klassischen Förderinstrumente nicht so richtig passen. Das sind zum Beispiel Startups, die ja auf weitere Finanzierungsrunden warten. Auch da brauchen wir, sagen wir mal, atypische Liquiditätshilfen, denn Startups machen die Innovationskraft und die Zukunft der deutschen Wirtschaft aus. Eine Sache, die besonders schnell helfen würde, nennen wir negative Gewinnsteuer. Das heißt, wir wissen, die meisten Unternehmen werden deutlich weniger Gewinne machen, vielleicht gar keine Gewinne machen in diesem Jahr. Sie haben aber in den letzten Jahren sehr viel an Steuern bezahlt. Die Finanzämter könnten beispielsweise durch eine rückwirkende Steuersenkung sehr schnell an die Betriebe Geld überweisen. Das würde schnell für Liquidität sorgen, viel schneller, als es zum Beispiel die Förderbanken in den Ländern könnten. Das Wichtigste ist und bleibt allerdings die Gesundheit. Deshalb müssen wir uns anstrengen, möglichst schnell etwas darüber zu erfahren, wie wir das Virus bekämpfen können, vielleicht ein schon zugelassenes Medikament finden, das dagegen hilft, dann könnten wir das sehr schnell zum Einsatz bringen. Wir müssen weitermachen bei den Testverfahren, denn wenn wir günstige, zuverlässige und massenhaft verfügbare Testmöglichkeiten hätten, dann könnten wir ganz neue Strategien zur Bekämpfung des Virus entwickeln und auch viel mehr über ihn lernen. Und das ist es, was ich mir möglichst schnell wünsche, dass wir medizinisch verantwortbar möglichst schnell aus diesem Ausnahmezustand herauskommen, in dem wir im Moment alle leben. Tschüss, bleibt gesund.